Freunde, kurz mal mit den 500 Boss, kurz wieder meine Freunde. Animus zieht sich aus der Deutschrap-Szene zurück. Meiner Meinung nach ist das irgendwie ein Schachzug, weil vielleicht hat sich Bushido auch irgendwie auch fallen gelassen, Animus. Kann das vielleicht sein, dass Bushido sich gedacht hat, CCN4 mit dir war jetzt nicht so ein Erfolg. Du hast Sonny Black 2 für mich geschrieben, das kam auch nicht so gut an. Weg mit dir, du bringst mir nichts mehr. Und dann versuchst du das zu verpacken, ja, ich hatte keinen Bock mehr auf die Rap-Szene oder auf Social Media. Nein! Bushido, deine Ehefrau, wollte sich scheiden lassen von dir. Und jetzt geht's einen neuen Weg gehen natürlich. Denkst du so, ja, ich war einfach nur die B von Bushido und jetzt will ich einen neuen Weg gehen. Ich gehe jetzt irgendwo anders und werde von einem internationalen Künstler einfach der Ghostwriter oder was, hm? Und dann lacht dich natürlich Flizzy auch zurecht aus, Mann. Weil sie einfach nur denkt, er hat gewonnen, Mann. Er hat eindeutig gewonnen, meine Freunde. Steht außer Frage. Du warst einfach nur der Ghostwriter von Bushido, Animus. Komm doch endlich darauf. Klar, Mann. Er hat dich nur ausgenutzt und jetzt will er dich loswerden. Und jetzt musst du das natürlich so verpacken, so, ich hatte keine Lust mehr, ich brauche Auszeit. Ja, genau, Mann. Wir wissen doch alle, was da zwischen euch da ablief, meine Freunde. Okay, meine Freunde, es ist fast wie der Funeral Boss. Aber den gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.